Neben dem automatischen und komfortablen Upload von Dateien direkt über das Gerät besteht auch die Möglichkeit, dies mit einer SD-Karte durchzuführen. Dies brauche ich beispielsweise dann, wenn mein Patient in einem Funkloch lebt, das es ja an der ein oder anderen Milchkanne in Deutschland noch gibt, oder mein Patient nun partout nicht mit einem funkenden Gerät versorgt werden möchte. Um das zu machen, gehe ich also wie folgt vor. Ich nehme die SD-Karte aus meinem Gerät und stecke sie in meinen Computer. Wenn ich das getan habe, logge ich mich in die Cloud ein. Anschließend klicke ich in Prisma Cloud auf Upload. Hier kann ich dann die entsprechenden Dateien auswählen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Dateien wählen, indem Sie die Dateiendung prüfen. In der Regel haben die Dateien die Endung pCloud oder psCloud. Es unterscheidet sich nach Gerät, je nach Gerät ein wenig. Klicken Sie also auf Durchsuchen, wählen Sie die Datei auf der SD-Karte aus und dann auf OK. Der Upload beginnt automatisch. Im Anschluss ist es genauso, als hätte das Gerät die Daten per Modem übermittelt. Ich kann diese Patientendaten jetzt einem Patienten zuordnen. Wenn das schon getan wurde, erscheinen die Daten automatisch bei diesem Patienten. Es gibt einen kleinen Unterschied zum Upload über die drahtlose Verbindung des Geräts. Es werden keine Therapieeinstellungen übermittelt und natürlich sind auch keine Telesettings möglich, denn ich habe ja keine direkte Verbindung zu meinem Gerät.